Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatuto, beim Clan True Warriors. Ja, ihr habt's gesehen, beziehungsweise ihr seht es. Wir haben gegen den Clan Stack Under Giant gewonnen und ihr habt's im Thumbnail gesehen, Gare vs. Gare. Also, es war ja ein deutscher Clan. Ich hatte ihm auch im letzten, ich glaube, Clan-Kriegsvideo war es, nochmal gegrüßt an der Stelle und wir haben am Ende so ein bisschen, ja, glücklich gewonnen. Es hätte ein Unentschieden werden können. Warum es das keins wurde, das kann ich euch auch am Ende erklären. Ihr werdet also hier jetzt ein paar CK-Kämpfe sehen. Und wir haben eine kleine Premiere. Ich werde nämlich von uns einen Angriff zeigen, beziehungsweise auf uns einen Angriff zeigen. Das hat es ja noch nie gegeben. Aber warum, das erzähle ich euch dann. Also hier unten muss ich sagen, beim Lord of Steinerl heißt es und bei der Celine, da brannte nichts anders in zwei R8er. Ging dann erst hier mit dem RH9 los und ich fange einfach mal mit It's Ego an, nämlich mit mir, dem Avatar, also meinem Zweit-Account hier. Und hier war allerdings schon Angriff drauf, sonst hätte ich hier nicht so angegriffen. Ihr kennt diese Base aus meinem letzten oder vorletzten CK-Video. Da habe ich diese Base nämlich mit Thorsten gemacht und hab mir genau das gleiche dieses Mal für diese Base hier. Diesmal mit dem RH9er sollte das mal klappen. Das ist mir noch nicht gelungen, so den Angriff hier zu machen. Aber ich wusste auch hier, dass hier ein Lavahund in der Clanburg ist. Und ja, was kommt einem natürlich so ein bisschen zugute? Die X-Bogen auf Boden. Also das ist natürlich hier, ja, ich will nicht sagen Fail, weil der Wolverine unter Umständen erwartet, dass man hier nur mit Boden angreift. Aber wenn die dann schon auf Boden stehen und man letztendlich weiß, ja, hier ist ein Lavahund drin und die Clanburg muss einfach nur fallen, bevor du Bodentruppen setzt. Ich habe hier noch keine Bodentruppe gesetzt und die Clanburg kommt ja immer noch nicht, weil ich hier hinten jetzt ein paar Bogis setze. Aber ihr seht es hier oben, ja, das ist der Fail des Tages gewesen, also von mir zumindest, der Jump hier. Ich habe nicht drauf geachtet. Eigentlich habe ich mit dieser Truppe immer dreimal Wut und dreimal Eil im Gepäck, aber ich habe hier nicht drauf geachtet, dass meine Army, die war zwar fertig, aber ich hatte hier noch einen Sprung drin und dann, ah, da habe ich gedacht, wie hast du den denn jetzt auch noch gesetzt? Aber ist nicht so schlimm, die Queen wird hier jetzt am Ende gegiftet und konzentriert sich jetzt erstmal auf die Loons. So ein bisschen habe ich am Ende auch hier Glück gehabt, dass die Loons zumindest die Kanonen hier nämlich noch machen. Der hätte meinen King nochmal gefährden können und oben gehen noch so ein paar Barbaren nämlich durch die Mauer. Die Queen ist jetzt abgelenkt von meinen kleinen Lava-Puppies und so kann ich natürlich mit meiner Queen hier noch komplett voll und unverschossen, also hier zünde ich sie jetzt erst, natürlich die gegnerische Queen machen und dann waren das hier für mich eigentlich easy 3 Sterne. Also so kann man diese Base machen, vor allen Dingen, wenn man natürlich weiß, was in der CB steckt. Ja, also das könnt ihr nicht so machen, wenn ihr nicht wisst, dass da ein Hund drin steckt oder lasst da einen Drachen drin stecken oder andere Truppen, die auf Luft schießen, dann sieht das Ganze schon ganz anders aus. Aber schönes Ding hier, denke ich mal. Und ich habe den Angriff ja schon mal gezeigt, glaube ich. Und damals aber mit einem RH10. Wir gucken mal, was der Jennek hier gemacht hat. Jennek, habt ihr im letzten CK-Video von mir gesehen, auch ein starker Angreifer. 30er Heldenpärchen. Und ich weiß gar nicht, ob der Jennek überhaupt hoch will mit dieser Truppe oder ob er erstmal noch so ein bisschen so diesen Maxed RH9 Status ein bisschen genießt, noch ein paar schöne CKs macht mit RH9. Das habe ich mit meinem Account auch gemacht. Bevor ich also auf 10 gegangen bin, habe ich erstmal noch so ein paar CKs mit 9 gemacht, habe mir richtig schön alle Lager fett voll gefarmt und bin dann erst hoch auf 10, weil ich einfach ja so ein bisschen in den Genuss kommen wollte, so richtig Maxed RH9 mit vollen Helden, so wie der Jennek hier auch. Und kommt ihr, denke ich mal, schön in die Base rein und ihr seht schon unten an den Truppen Golaloon, ja, bei uns ganz, ganz stark vertreten. Also im Moment wird ganz wenig mit Bodentruppen angegriffen, außer die jetzt so Luft nicht so mögen. Es gibt ja auch immer mehr welche, die Luft nicht so mögen. Also ich mag es vor allem im RH9 Bereich und denke mal, kann das auch ganz gut, mal mehr gut, mal weniger gut. Also es gibt immer wieder ein Fail. Und aber das gehört auch einfach, denke ich mal, dazu. Dafür ist es auch nur ein Spiel. Und
Aber hier richtig schönes Ding. Queen lebt noch, King lebt noch, Golem ist noch aktiv. Jetzt hat er hier am Ende noch schön den Loon, der so ein bisschen den Bogenschützenturm hier ablenkt. Schafft er jetzt nicht ganz, ja. Aber sind wir mal ehrlich, so super viel Dev ist hier jetzt nicht mehr in der Base. Vom Minimat 2015. Vom Clan Stack Under Giant. Also auch die Kollegen und Kolleginnen, das kann ich mal so sagen, sind eine ganz, ganz tolle Truppe. Warum? Wie gesagt, ich verrate es euch so ein bisschen am Ende, denn wir haben ja so ein bisschen Lack gehabt, dass wir hier überhaupt noch gewonnen haben. Vermutlich hätten wir sogar beim Unentschieden noch nach Prozenten gewonnen. Aber im oberen Bereich, ja, da haben wir auch ein bisschen geschwächelt, muss man mal so sagen. Da war das nicht ganz so gut teilweise. Und der Hocke greift hier eine meiner Horrorbases an, nämlich so eine, was ist das, so eine Ringbase, die Inferno so doof außen hat. Beziehungsweise, wenn man von der Inferno-Seite aus reingeht, dann hat man ganz schnell den Inferno auf seinem King oder auf seiner Queen. Ich persönlich mag das gar nicht, aber ich denke mal, Hockes Ziel war hier ein ganz anderes, nämlich die Lassie zu erwischen. Vielleicht ein Inferno, ich weiß es nicht genau, aber ich denke mal, die Lars sind ihm an der Stelle wichtiger. Denn der Single Inferno macht jetzt natürlich nicht ganz so viel Schaden auf die Einzeltruppen hier. Ich denke mal, gleich kriegt, aber jetzt kriegt die Queen natürlich Beschuss. Die wird er gleich auch zünden. Und hat er vergessen. Boah, das Ding ist so schnell, der Inferno. Also echt rechtzeitig zünden, ruhig, wenn der gerade so auflädt, das Ding schon mal auf die Queen getippt. Also da hat er ein bisschen Pech gehabt. Aber dennoch kommt er hier richtig gut mit den anderen Truppen rein. Und ja, wie gesagt, für mich immer noch so eine kleine Horrorbase. Ich habe die natürlich auch noch nie per Luft probiert. Ich habe es mir jetzt ein paar Mal angeschaut. Auch auf der Local Clash musste ich gegen so eine Base ran. Und habe mir dann angeguckt, wie hat die eigentlich mein Elva Mate gemacht. Der hat zwar einen Warden mehr, aber ansonsten, okay, der hatte die Truppen jetzt auch maxed. Aber ich denke mal, die gehen auch mit einem RH10er kommen. Man muss einfach nur üben. Ich muss sowieso CK üben. Also im Moment übe ich sowieso jegliche Taktiken, die es hier für ein RH10 gibt. Also das, was so ein RH10 eigentlich offen hat für 3 Sterne, ist aber schon, finde ich, sehr, sehr schwer. Aber schöne 3 Sterne hier vom Hocke auf die Nummer 7. Und wir gehen hier noch ein kleines Stück höher. Und nehmen uns hier den, den wollte ich gar nicht, doch, den wollte ich nehmen. Ich wollte ihn hier nehmen, den Marcel hier, 5 auf 5. Der Marcel, ihr habt das im letzten Video gesehen, hat ja noch nicht so starke Helden, aber er ist hier sehr, sehr bemüht, im CK Leistung abzuliefern, so muss man es ja sagen. Und nach wie vor mit der Truppe Laloon mit Warden im Gepäck, beiden Helden. Ich glaube, er maxt jetzt, nicht er maxt jetzt die Helden aus, sondern er macht so ein bisschen seine Helden weiter, weil er eingesehen hat, Mensch, für einen 2-Sterner ist das in Ordnung hier. Aber so richtig viele Prozente mit richtig knackigen 3-Sternen, die holst du doch natürlich so ein bisschen mit etwas stärkeren Helden. Also stellt euch die Helden mal jetzt nochmal so 10 Level weiter vor, also 40-40, sage ich mal. Dann sieht das Ganze schon ganz, ganz anders aus. Aber eigentlich ist das so ein bisschen seine Masche hier, dass er nämlich mit seinem Art Kill Squad oder überhaupt mit seinen Haupttruppen hier, schade, den Eagle nicht ganz geschafft, 2 Sterne holt und dann noch so ein eigentlich paar Prozente abräumt mit seinen Helden. Hier hat er natürlich Pech, dass die Adler-Artillerie noch nicht ganz weg ist und er kommt da auch nicht mehr dran. Das ist gar keine Frage. Also kann er hier jetzt nur noch ein paar Prozente schinden, indem er seine Helden so ein bisschen zündet. Und mal gucken, wo die Queen jetzt drauf geht. Bogenschützenturm. Ja, jetzt macht die erst das Lager. Das ärgert mich ja auch immer. Die soll mal das machen, was gefährlich ist. Gefährlich ist nämlich der Inferno an der Stelle und nicht das Lager. Aber sie geht immer erst aufs Lager. Die ist also scheinbar Ressourcen. Geil. Und aber trotzdem schöne 2 Sterne hier von Marcel. Und dann sind wir jetzt auch schon im relativ hohen Bereich hier. Kommen wir hier mal 3 auf 3. Joker Chris auf die Nummer 3 auf Maje. Komische Base hier, habe ich echt noch nie gesehen. So ein Ding hier. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Tower, wenn man mal von oben rauf gucken würde. Aber ja, die beiden Sprung
Joker, ich weiß nicht, die überschneiden sich irgendwie. Da kann man noch weiter mit reinspringen, wenn man einen Sprung vielleicht über Eck setzt dann, damit die Truppen vielleicht dann noch so ein Fältchen weitergehen. Aber ich denke mal, Ziel waren hier vom Joker sicherlich 2 gute Sterne. Die hat er auch erreicht. Und ist nach wie vor hier am Heldenmaxen. Also King und Queen gehen noch weiter hoch. Ich glaube, jetzt geht erstmal der King auf 40, bevor Joker dann die Königin auf 45 bringt. Und aber trotzdem hier coole Base, muss ich sagen. Habe ich noch nicht so gesehen. Und ich glaube, für 3 Sterne ist sie schon ganz schön knackig. Also Hut ab hier bei Maie. Tolle Base, finde ich. Und der Adler hier außen, da überlegt man ja auch, gehst du über den rein. Aber jetzt guck mal, was hier an Defense um diesen Adler alleine steht. Da kannst du deine Truppen gar nicht reinschicken. Also ein Golem, Riesen, Helden, die sind da ja fast instant tot. Alleine nur um diesen Adler hier zu schützen. Ja, mal gucken, ob der noch fällt. Jo, der fällt noch. Okay. Aber dann ist natürlich der King da. Und die schwere Def, vor allen Dingen der Bombenturm, setzt der Hexe jetzt richtig zu. Jetzt sind es noch ein paar Skelette. Und dann waren das aber gute 2 Sterne hier. Okay, mit 6% mehr über 50. Ist in Ordnung für uns. Toller 2 Sterne. Und last but not least haben wir den Mustango auf die Nummer 1 auf Uschi. Auf die Nummer 1 war noch kein Stern drauf. Der Arthur hat diesmal einen Fail gehabt. Ja, kommt auch selten vor, aber ist halt mal so. Dafür ist es auch nur ein Spiel. Mal gewinnt man und mal verlieren die anderen. Oder irgendwie ist der Spruch, glaube ich, andersrum. Und der Master entscheidet sich hier also für einen Queen Walk gegen diese Base hier. Ist auch, ist glaube ich auch eine starke Base. Also ich muss sagen, wenn ich diese Bases immer sehe, dann rolle ich immer so ein bisschen mit den Augen und denke, wie soll man die denn eigentlich machen? Aber die Elver sind natürlich schon ein bisschen erfahrener als ich, da ich auch noch kein Elver habe. Und wissen dann schon, wie tickt so eine Base hier, wie komme ich hier am sinnvollsten rein. Und er entscheidet sich hier für eine Bowler-Valkyren-Kombi. Ich denke mal, die Valkyren dann fürs Finish, für die Mitte. Aber jetzt guck mal, was da in der Mitte drin ist. Da ist natürlich auch schon, ich will nicht sagen, das Wort zum Sonntag drin, aber da ist schon nette Def da drin. Und du kriegst ja eigentlich gar nicht alles gefriest. Also so ein bisschen musst du irgendwie am Rand wegkratzen oder musst schon mal ein bisschen was geschafft haben. Kommt ihr jetzt mit dem Bolan aber, denke ich mal, gut rein. Queen ist im Moment Fokus von der Adler-Dev und der King ist am Tanken in der Mitte. Das ist natürlich top. Keine Frage, der tankt jetzt schön für die Queen und für den Warden. Und jetzt schickt er seine Valkyren hier noch zusätzlich mit rein. Und tatsächlich gehen hier 2, 3 Valkyren noch mit in die Mitte rein. Rathaus ist down. Queen gezündet und schön entkernt hier das Ganze. Jawohl, das ist richtig klasse hier. Und waren schöne 2 Sterne auf Uschi. Aber wie gesagt, auch die Base hier hat einen Angriff gehalten und ich würde sie auch nicht unbedingt wechseln, denn ist nach wie vor eine starke Base und du brauchst starke Angreifer, die so eine Base hier knacken. Deswegen sage ich immer, stellt die Base mal noch nicht um. Erst wenn sie immer 2 kassiert oder auch mal ein 3er, dann ist es vielleicht Zeit, sich mal Gedanken über eine neue Base zu machen. Aber ich denke mal, Uschi wird diese Base hier behalten und sie hat sie auch behalten. Das kann ich euch an der Stelle sagen. Warum ich das weiß, das werde ich euch gleich erzählen, wenn wir den nächsten Kampf sehen hier. Aber wir gucken uns noch die letzten Sekunden hier vom Mustango an. Und dann sind wir gleich auch schon beim letzten Kampf. Also kleine Premiere hier zumindest bei mir in den Videos. Ab und zu kommt das ja in den Livestreams vor, dass ich etwas von uns zeige. Aber ich wollte euch heute einmal 3 Sterne auf unseren Hocke zeigen. Ja, vom Gegner, vom Techmo. Ich habe das beides abgeklärt. Ich habe das sowohl mit Hocke abgeklärt als auch mit Techmo. Denn ich bin mit dem Avatar kurz danach in diesen Clan reingegangen, also in den Clan Stack Under Giants und habe nachgefragt, ob die damit einverstanden sind, dass ich ein Video von unserem CK mache gegen sie, denn beim deutschen Clan mache ich das ganz gerne. Da ist eher die Gefahr da, dass sich mal jemand in deinen Channel verläuft. Und bei ausländischen Clans, da ist das ja eher selten, dass sich mal jemand in deinen Channel verirrt und mal guckt, was macht denn der Toto da eigentlich.
Und deswegen habe ich es mit beiden geklärt hier. Also ich bin mit dem AFA in dem Clan zurzeit drin. Also vielen Dank für die Aufnahme. Und ich wusste, dass ihr eine tolle Truppe seid. Genauso wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe, ist das Ganze auch eingetroffen. Und der Techmo hier, krass, ne? 4 Sprungzauber, Alter, 4 Sprungzauber. Ich meine, so ein Elfer hat dann natürlich immer noch 2 volle Zauber. Der Techmo hatte hier noch 2-mal Wut dann dabei. Und Hocke war so stolz auf diese Base hier, so nach dem Motto, ja, die hält. Ja, und das ist meine CK-Base hier. Und der Techmo hat das Ganze sofort nichtig gemacht. Hat ihm gleich gezeigt, Hocke, das ist es nicht. Und der Hocke hat auch jetzt eine neue Base. Deswegen kann ich euch diesen Angriff auch zeigen. Und also wirklich schönes Ding hier. Und ich habe den auch live geschaut. Wir sind faire Spieler, das kann ich euch sagen. Wenn unser Gegner angreift, so wie dieser Gegner hier, dann sagen wir auch ganz klar, Hut ab. Alter, das waren super 3 Sterne. Super Angriff hier vom Techmo. Und ich habe den auch live gesehen und habe, ich glaube, an dieser Stelle habe ich schon gesagt, 3. Ja, das werden einfach 3. Und toller Angriff hier, haben auch viele andere dann von sich gegeben. Und wir zollen dem Gegner eigentlich in der Regel immer Tribut, denn wir haben ja eigentlich nie schwache Gegner, sie sind immer gut. Und wer gut angreift hier, der kriegt natürlich auch sauber von uns, ja, keine Frage, ein Lob, auch wenn das nicht mitkriegt. Viele andere Clans sind da anders, die sagen, ah, dieser Sack hat mich jetzt hier zu 3 niedergemacht, ist bei uns überhaupt nicht üblich, also wirklich starkes Ding hier. Und ich freue mich, dass ich auch im Moment in dem Clan bin. Ich werde dort auch mit dem Avatar ein CK mitspielen. Das dauert allerdings noch, weil ich meine Queen noch im Moment im Aufbau habe. Aber wollte einfach schon mal sagen, das kommt nicht ganz von irgendwoher. Nochmal Grüße an den Clan und nochmal herzlichen Glückwunsch auch, denn die haben ihren nächsten CK auch gewonnen. Ob wir unseren gewonnen haben oder nicht, das sehen wir dann sicherlich später. Mal sehen, ob es ein Sieg oder eine Niederlage wurde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr bleibt bei mir dran. Bis dahin, euer Toto. Flashstrike.